Ja, ich glaube, wir können beginnen und zuallererst möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir haben nicht damit gerechnet angesichts der aktuellen Situation, wie Sie bestimmt wissen. Es freut uns daher umso mehr, dass Sie trotz des Coronavirus den Weg hierher gefunden haben, am Tag nach dem Internationalen Frauentag, um mit uns zu diskutieren über sehr, sehr wichtige Themen und Themen, die natürlich noch bis nach heute hineinwirken. Bevor ich aber mit meiner Moderation beginne, möchte ich noch mich bei dem Verleger bedanken, dem Herrn Dr. Hopf. Und ich würde Sie bitten, vielleicht ganz kurz ein paar Begrüßungsworte an uns zu richten, vielleicht ein bisschen auch über die Reihe zu sagen. Ich habe ein Mikrofon für Sie vorbereitet. The floor is yours. Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Wilhelm Hopf, ich bin der Verleger. Und darf Sie auch recht herzlich begrüßen, denn eine Präsentation ohne Publikum ist ja wirklich nicht das, was man sich insbesondere für die Herausgeberschaft und die Autoren erwünscht. Der Band hat mich insofern in mancher Hinsicht erfreut, weil wir ja ein umfangreiches Verlagsprogramm seit Jahren, Jahrzehnten pflegen. Und ich habe gerade mit Frau Professor Klaus darüber gesprochen. Ihre Reihe ist 1994 gegründet worden. Damals hieß die Genderforschung noch Frauenforschung. Und ich erinnere mich an einen Umschlag, der musste dann eingestampft werden, weil damals hieß es dann gerade Geschlechterforschung. Noch länger machen wir eigentlich Friedens- und Konfliktforschung. Ich erinnere mich noch an wir verlegen seit ungefähr 30 Jahren das Friedensgutachten der Deutschen Friedensinstitute. Ich erinnere mich noch an Präsentationen mit Egon Bahr, der, wie wahrscheinlich bekannt ist, einer der Architekten der deutschen Ostpolitik mit Willy Brandt zusammen war. Und wir haben natürlich auch Kommunikationsforschung, habe ich schon erwähnt, und Geschlechterforschung haben wir auch. Von daher sind das die drei Dinge, die also gut zusammenpassen. Und der Begriff Herausgeberschaft, der im Vorwort benutzt wird, gefällt mir auch sehr, weil ich finde, das generische Femininum ist viel zu wenig bekannt. Mein Lieblingsausdruck ist Führungskraft. Ja, das ist eigentlich sehr schön, das geht etwas unter, dass es das gibt, das feminine Generikum. Ja, dann hat mir noch gefallen, dass also bei allem Engagement, was ja durchscheint bei den Autoren, doch die Distanz so groß genug ist, dass man auch die Frauenbeteiligung insofern richtig betrachtet, dass natürlich die Frauen auch mitgemacht haben, was ja, wenn man keinen biologischen Geschlechterbegriff hat, eigentlich logisch ist. Die Frauen können sich ja nicht aus einer Gesellschaft heraushalten und werden mitgeprägt. Wir haben gerade ist allerdings schon wieder ein Jahr her, oder ein Band gemacht zur Wissenschaftsfreiheit. Und da gibt es den Fall von dem international bekannten Militärhistoriker Frank Krefeld. Der wurde, seine Gastvorlesung in Trier wurde beendet, weil er eine Antrittsvorlesung dort gehalten hat, wo er die Rolle der Frauen in Bezug auf Bewunderung von Kriegern dargelegt hat. Und das wurde nicht nur abgelehnt, das kann man ja verstehen, man kann es ja auch widerlegen, sondern seine These wurde als nicht diskutierbar angesehen. Und der Rektor hat mir das extra nochmal bestätigt, dass man nach wie vor bei der Meinung ist, eine derartige These wäre nicht diskutierbar. Nun gibt es ja eigentlich, was jeder von uns weiß, auch wenn man sich da nicht mit beschäftigt hat, dass es das sowohl im Mittelalter in Bezug auf die Ritter gegeben hat. Man weiß das von den palästinensischen Attentätern, dass ihre Mütter nicht unbedingt dagegen waren. Und von daher hat mich das auch daran erinnert. Ja, ich danke Ihnen nochmal für das Kommen. Besten Dank, Herr Dr. Hopf. Heute geht es um das Buch Frauen, Medienkrieg. Sie sehen das hier, Sie können das draußen übrigens auch erwerben. Und es sind auch die Herausgeber und Herausgeberinnen sind heute anwesend. Ich begrüße natürlich daher vor allem eben Bettina Biron, Wolfgang Duchkowitsch und Wolfgang Lamprecht, entschuldigen Sie, der da hinten sitzt. Aber natürlich auch
Leute, die Beiträge geschrieben haben, neben den Heinz Gärtner und die Frau Elisabeth Klaus. Ich entschuldige, dass ich alle Titel weglasse. Das ist der Einfachheit halber, ist das ein bisschen angenehmer für mich zu moderieren. Kriege sind prägend für die Erinnerungskultur. Der Fokus war aber vor allem und ist auch vor allem auch in der Literatur sehr oft auf Männer gerichtet. Es gibt viele Bücher, es gibt Lieder, es gibt Monumente und trotzdem 50% der Gesellschaft sind Frauen. Frauen hatten auch einen Anteil im Krieg, hatten wesentliche Anteile, die aber nicht so sehr in den Vordergrund gerückt werden. Und mit diesen und anderen Themen beschäftigt sich unter anderem dieser Sammelband. Es geht eben teilweise um Rollenbilder, es geht um Mythen bis heute, es geht um die Vermittlung von Geschichtsbildern von Frauen und es geht von dem Ersten Weltkrieg, aber auch bis heute kontemporär. Es geht um internationales Recht auf der einen Seite, es geht aber auch um Interpretationen literarischer Texte. Welche Rollen hatten Frauen, haben Frauen, wie wird das wahrgenommen, welche Auseinandersetzungen gab es dazu? Ich beginne nun auch mit Bettina Biron gleich als Erste. Sie wird Ihnen ganz kurz 10 Minuten ein bisschen erläutern, um was es in Ihrem Beitrag geht. Wir werden danach also eine typische Panel-Diskussion haben, aber selbstverständlich freuen wir uns danach auf eine spannende Diskussion mit Ihnen, wo Sie direkt Fragen stellen können an die hier Anwesenden, aber auch ihre Meinung kundtun können oder auch ergänzen können. Frau Biron, Frauen im Ersten Weltkrieg, welche Bedeutung hatten sie? In den wissenschaftlichen Abhandlungen zum Ersten Weltkrieg war diese teilweise sehr männerdominiert. Ich habe schon gesagt, es geht um Schlachten, es geht um Soldaten, aber was ist mit den Frauen? Die wurden oft ein bisschen ins Private abgedrängt, aber auch die hatte eine Frau, die Frau war auch nicht nur Hausfrau und Mutter und es kam danach auch zum Wahlrecht. Oftmals wird sogar gesagt, dass der Erste Weltkrieg gewissermaßen auch zu einer Emanzipation diesbezüglich beigetragen hat. In Ihrem Beitrag sehen Sie das eher ein bisschen kritisch. Ich würde Sie bitten, einfach mit uns ein bisschen zu erzählen, was sind Ihre was haben Sie herausgefunden? Was können Sie mit uns teilen? Also prinzipiell ist es selten so, dass ein Krieg zur Emanzipation von irgendjemand beitritt. Wir haben damals das Buch oder eigentlich einen Vortrag in einem Kongress im Parlament gehabt. 2014 war das anlässlich des Erinnerungsjahr im Ersten Weltkrieg. Wir haben damals festgestellt, wie Sie schon richtig erwähnt haben, es wurden irrsinnig viele Abhandlungen, Symposien, Kongresse abgehalten, aber die Frau kam eigentlich nicht vor. Wobei man auch sagen muss, die Frau und die Rolle der Frau im Krieg oder außerhalb des Krieges gibt es ja nicht. Was stimmt ist, dass der Erste Weltkrieg natürlich, weil sich 2019 natürlich das Frauenwahlrecht auch dann durchgesetzt werden konnte, aber auch die Männer haben ja erst 7 Jahre vorher das Wahlrecht erreicht. Das hatte nicht unbedingt einen Kausalzusammenhang. Das hatte eher dann mit der Roten Regierung zu tun, die das durchgebracht hat. Was auch immer wieder ein falscher Kausalzusammenhang ist, der hergestellt wird, dass angeblich die Frauen mit dem Ersten Weltkrieg zu arbeiten begonnen hätte. Da stellen sich viele so romantisch wie aus den 1950er Jahre Werbespots vor, dass Frauen im Herd und um die Kinderpflege gewesen werden sollen und dass damals sehr viele Näherinnen und Köchinnen und Dienstmädchen und natürlich Lehrerinnen und so weiter natürlich schon tätig waren. Das vergisst man sehr gerne. Ich habe Zahlen erhoben, dass sich witzigerweise beim Frauenwahlrecht, bei der Frauenarbeit von 1914, 15, 16 zu heute, sogar wenn man zu 1890 zurückgeht, genau nichts verändert hat. Was witzig ist, die Männer arbeiten etwas weniger. Aber das hat eher mit der Lebenserwartung zu tun, glaube ich, als mit einer gewissen Faulheit. Also das darf man nicht so sehen. Auch die Rolle der Frau gibt es natürlich so nicht. Es gab natürlich die Kriegskrankenschwestern, womit sich die Christa Hemmele auch sehr eingängig beschäftigt hat. Es gab die Allesschalleck, es gab, was glaube ich die wenigsten wissen, was Esra Erkan sehr, sehr großartig meines Erachtens erhoben hat, in der Türkei im Ersten Weltkrieg Kriegsberichterstatterin. In Wahrheit waren schon in den Napoleon
napoleonischen Kriegen Frauen sogar an der Front tätig, die halt da mitgezogen sind. Und diese Mythen, die Frauen so als passive Hascherl eigentlich darzustellen, die maximal noch Opfer sind, dieses wollten wir aufräumen. Natürlich fangen wir aufgrund des Kongresses mit dem Ersten Weltkrieg an, über den Zweiten, aber wie sie auch richtig erwähnt hat, bis zur saharischen Wüstenfrau. Von einer Rolle hier kann man nicht sprechen, sondern von Menschen. Ich wüsste auch nicht, Ihnen zu erklären, was die Rolle des Mannes im Ersten Weltkrieg gewesen sei. Es war nicht jeder Mann an der Front, bei weitem nicht. Ja, und darum geht es in meinem Beitrag. Es ist auch ein bisschen chronologisch natürlich. Meiner fängt dann mit dem Ersten Weltkrieg und wir hören dann mit dem IS zum Beispiel auch auf. Ja, wir können dann schon weitergehen zum Herrn Wolfgang Duchkowitsch. Wir können danach natürlich noch einmal auf Sie zurückkommen. Sie haben auch gesagt, und ich glaube, das ist ganz wichtig, es gibt nicht die Rolle der Frau. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Das hängt teilweise auch vom unterschiedlichen Status natürlich ab. Und die Alice Schackel haben Sie auch erwähnt. Und ich glaube, da werden wir später noch ein bisschen was dazu hören. Ja, Herr Wolfgang Duchkowitsch ist Universitätsprofessor. Und Ihr Titel des Beitrages heißt Diametrale Agitation im Ersten Weltkrieg, kommunikatives Handeln österreichischer Frauen. Darin geht es vor allem um Frauenbewegungen bzw. Frauenzeitschriften. Sie haben unterschiedliche Ideen vorgestellt. Eines war der Krieg gegen den Krieg. Das ist eine Idee, die 1867 beim Genfer Kongress entstanden ist. Vielleicht können Sie anhand dieses Beispiels oder auch der anderen Beispiele, es geht auch um Narrative in Frauenzeitschriften, vielleicht können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen. Was sind Ihre Eindrücke davon? Was können Sie mit uns mitteilen? Gerne, gerne. Zunächst aber möchte ich damit beginnen mit meiner Erinnerung an 2014. Es war eine sehr große Veranstaltung. Es haben sich über 300 Leute gemeldet und wir haben die Tagung im Plenarsaal abhalten dürfen. Da sind wir uns sehr gut vorgekommen, haben aber auch erlebt, wie desolat das Haus ist. Und es war höchst an der Zeit, dass das Parlament nicht abgerissen wird, aber erneuert wird. Nicht anwesend war Oliver Rathkolb, das hat mir sehr leid getan, immerhin Institutsvorstand Zeitgeschichte, aber wenige Tage später haben wir uns zufällig gesehen und der hat uns jetzt alle, die Herausgeber und die Vortragenden, gelobt, endlich einmal etwas anderes. Und da schließe ich jetzt an, weil die Geschichte, eine alte Geschichte, eine männerdominierte ist. Es ist typisch, dass im Gedenkjahr 2014 ein Brachband herausgekommen ist von Manfred Rauchensteiner. Das war's. Aber das war natürlich nur Krieg und da kommen Frauen überhaupt nicht vor. Du hast schon erwähnt, die Kollegin Hämmerle hat sich schon lange beschäftigt mit der Rolle von Frauen und deren Verbindung auch hin bis zu Frauen. Die möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, sondern auf das, was ich versucht habe. Mir ging es darum, Frauen sichtbar zu machen, die während des Ersten Weltkriegs auf verschiedene Art und Weise tätig gewesen sind. Mein erster Zugang war eine Zeitschrift mit dem Titel Salondame. Es sind nur drei Hefte erschienen, reich bebildert, im Jahr 1916. Und wovon ist da die Rede? Da ist die Rede davon, Frauen haben keine Angst, die Wintermode ist gesichert. Wir haben Stoff in Fülle und ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein. An der Isonzer Front hüben und drüben hunderttausende Soldaten, die verrecken. Und dann gibt es in Wien offensichtlich Frauen, die nichts anderes im Kopf haben, als ist die Mode gesichert. Und es wird ja dann zugesichert, ja, die Mode ist gesichert. Erst später habe ich dann erkennen können bei weiteren Recherchen, dass Mode nicht so sehr ausschließlich daraus bestanden hat, jetzt eine neue Kreation vorzuführen, sondern es ging darum, eine Wiener Mode zu schöpfen, als Gegengewicht zur Pariser Mode. Und die Idee kam von Frauen, und zwar von der Reichsorganisation
der Hausfrauen Österreichs. Wenige Tage nach Beginn des Ersten Weltkriegs haben die eine Initiative entwickelt und 10 Gebote erlassen. Du sollst nicht, also zum Beispiel, du sollst nicht die Pariser Mode tragen, etc., etc. Ergänzt auch um einen Appell an die Männer. Die Männer sollen die nächsten 50 Jahre keinen Champagner mehr trinken. Das heißt, ihr Leben lang nicht mehr. Und sie dürfen auch oder sie sollen keinen russischen Tee trinken. Da fiel mir ein, warum habe ich als Kind russischen Tee bekommen? Ja, das kam offensichtlich über Russland irgendwie. Und andere Gebote. Das Publikum soll französische Filme meiden. Es war ein Boykott. Und das war nicht irgendwie vom Staat aus organisiert, das haben sich Frauen ausgedacht. Und haben blitzschnell reagiert. Und die 10 Gebote und die Appelle angehängt, erschienen in gut 2 Dutzend österreichischen Tageszeitungen. Von Czernowitz bis Vorarlberg. Und die Reaktion war durchgehend positiv, erweitert bloß, Anführungszeichen bloß, durch manche Männer, die gemeint haben, bei der Gelegenheit könnten wir auch noch mehr tun gegen Frankreich, nämlich Säuberung der deutschen Sprache. Damals entstanden auch so Vereine wie die Muttersprache und da ging es nur mehr, Deutsch zu sprechen. Auf die anderen Narrative möchte ich später eingehen, damit ich jetzt nicht allzu sehr die Zeit in Anspruch nehme. Vielleicht später noch, ja, wenn Sie einverstanden sind. Kein Problem, ja. Weil da kann ich auch eingehen auf Krieg gegen den Krieg und so. Ja, ja, gerne. Dann machen wir jetzt auch gleich ganz kurz dann weiter mit Ihnen, mit Elisabeth Klaus. Sie ist Universitätsprofessorin, Fachbereich Kommunikationswissenschaften der Uni Salzburg. Und der Titel Ihres Beitrages ist Rhetoriken über Krieg, Karl Kraus gegen Alice Schalek. Die Frau Biron hat vorhin den Namen Schalek schon erwähnt. Sie war Kriegsberichterstatterin und Karl Kraus auf der einen Seite war ein Kriegsgegner. Und da würde man jetzt annehmen, dass ein Kriegsgegner sich vielleicht auch eher ein bisschen in eine feministische Perspektive bewegen könnte oder sollte. Das war in diesem Fall nicht der Fall auf jeden Fall, sondern es kam zu einer relativ intensiven Auseinandersetzung. Und vielleicht können Sie anhand dieses Beispiels uns ein bisschen schildern, wie das Hand in Hand geht, was damals in Bezug auf Rollenbilder, Frauenbilder auf der einen Seite, aber auch Militarismus und Kriegsverherrlichung auf der anderen Seite und Antifeminismus, wie das zusammenhängt. Mhm. Ja, danke. Vielleicht fange ich aber an mit der historischen Frauenbewegung ein bisschen, weil ich glaube, es ist total wichtig, die Rolle der Frauen im Ersten Weltkrieg kann man eigentlich nur verstehen, wenn man auch den Hintergrund der historischen Frauenbewegungen hat. Und die Frauenbewegungen bestanden ja im Wesentlichen aus 3 Richtungen, wenn man jetzt die katholische Frauenbewegung sozusagen abzieht, die eben sehr stark direkt auch für den Krieg war und sehr vaterländisch organisiert war und sehr konservativ. Und diese 3 Richtungen waren die Liberalen der Frauenbewegung, dann die proletarische, sozialistische Frauenbewegung mit Clara Zetkin in Deutschland und Adelheid Popp eben in Österreich. Und dann als 3. Richtung die Radikalen der Frauenbewegung, die eigentlich erst dann von der feministischen Bewegung der 70er Jahre wiederentdeckt worden sind. Die waren total verschwunden in der Vergangenheit. Und diese 3 Richtungen hatten sehr unterschiedliche, oder die führenden Frauen der 3 Richtungen, ganz unterschiedliche Positionen auch zum Krieg. Und die Liberalen haben sehr schnell auf dieses Patriotische gesetzt, also auch sozusagen als Mütter und Ehefrauen in den Krieg mitzuziehen und den Krieg auch mit zu unterstützen. Die Proletarischen waren insofern gegen den Krieg, als sie gesagt haben, wir wollen nicht, dass die Arbeiter Kanonenfutter für die Reichen sind, waren aber insofern in ihren emanzipatorischen Bemühungen beschränkt, als die Frauen tatsächlich auch eben dort als Mütter, Ehefrauen, Familienmitglieder sehr stark in dieser Antikriegspropaganda präsent waren. Und die Radikalen der Frauenbewegung waren tatsächlich ganz antimilitaristisch eingestellt und dazu gibt es einen Beitrag von Susanne Kinnebrock, einer Augsburger Kollegin, die über den Antimilitarismus von Lida Gustava Heimann und Anita Augsburg hier auch berichtet.
wie passt nun alles Schalleck da rein? Alles, also die Frauenbewegung der damaligen Zeit hat sehr vielen Frauen ermöglicht, in den Journalismus einzusteigen. Also der Beginn des sozusagen der journalistischen Arbeit von Frauen ist eigentlich kaum zu verstehen, wenn man nicht den Hintergrund der Frauenbewegung mit ihren vielen Zeitschriften, in denen viele Frauen erste Versuche machen konnten, sieht. Und dazu gehört auch Alice Schalleck. Sie hat sehr früh dort einen Artikel auch geschrieben zur Bildung von Frauen. Alice Schalleck kam aus einem reichen, säkularisierten oder wohlhabenden, säkularisierten jüdischen Elternhaus und hat sich dann sehr für die Frauenbildung eingesetzt. Sie hat zunächst publiziert unter einem männlichen Pseudonym, Paul Michaelis, genau. Und das ist auch typisch natürlich für die frühen Journalistinnen. Auch Bertha von Suttner hat ja ihren ersten Roman unter einem männlichen Pseudonym veröffentlicht, damit es überhaupt sozusagen zur Kenntnis genommen wurde und nicht gleich abgetan wurde als Frauengewäsch. Und Alice Schalleck beginnt auch so, also durchaus sehr aufgeschlossen gegenüber den Emanzipationsbewegungen. Und sie ist Fotografin. Sie entwickelt sich dann als Fotografin und das ist auch ihre Leidenschaft. Und sie setzt dann alles dran, mit in diesen Krieg zu ziehen zu können, beziehungsweise den dokumentieren zu können. Und kriegt dann auch als erste Frau eine offizielle und als einzige Frau eine offizielle Akkreditierung vom KOK, Presse, wie auch immer, Chor. Und das hat natürlich relativ viel Aufsehen erregt. Also sie hat dann sehr romantisierende Berichte über den Krieg geschrieben. Sehr eindrückliche Bilder, finde ich. Also die Bilder sind in der Österreichischen Nationalbibliothek ist übrigens ihr Nachlass. Von daher, wer da noch mal gucken will und recherchieren will. Und dann schreibt sie zum Beispiel in einer Reportage, alles ist klingend, romantisch, ästhetisch. Und also sie hat immer dieses, der Krieg als Natur, als Gewalt, den man begucken kann und so weiter und so fort. Und Karl Kraus als Militarist, als Antimilitarist, Entschuldigung, als zentraler Antimilitarist, ist natürlich sehr gegen diese kriegsverherrlichen Reportagen des damaligen Journalismus eingestellt. Das ist auch insoweit verständlich, aber er tut es, darüber gibt es mehr, mit einer klaren antijüdischen Tendenz. Also zum Beispiel taucht die Schalleck dann auf mit der langen Nase der Schalleck. Meiner Ansicht nach hatte sie keine lange Nase, aber das war natürlich ein typisches jüdisches Klischee, auf das er da zurückgegriffen hat, also sehr interessant. Und in den letzten Tagen der Menschheit taucht Alice Schalleck dann auf als sozusagen die Frau in der Kriegsberichterstattung, die dort völlig fehl am Platz ist. Und darf ich das noch? Dann würde ich mal ganz kurz ein paar Zitate da vorlesen. Sie sagt also, das Novum einer Jurjüdin, die sich untersteht, ihre Neugier in Unterstädten zu befriedigen. Das Monstrum eines Bramabas mit Lorient, eines der ärgsten Kriegsgräuel, die der Menschenwürde in diesem Krieg angetan wurden. Schauspiel einer Entartung, ein Frauenzimmer, das sich für seine Weiblichkeit kein anderes Feld der Anregung zu verschaffen wusste und nun der Öffentlichkeit ihre obszönen Tagebuchblätter vorsetzt und so weiter und so fort. Und da verlässt er schreibt dann auch zwischendurch, dass er selbst von der Front gehört hat, was für eine Zumutung das für die Soldaten ist, dass dann eine Frau eben sie fotografiert und so weiter und so fort. Und es ist relativ klar, dass er da einen Antifeminismus übernimmt und sich dann auch mit den Reaktionären im Parlament verbündet und Alice Schalleck dann auch die Akkreditierung entzogen wird letztlich. Und bei Alice Schalleck ist es eben sehr klar in dieser Verherrlichung des soldatischen Mannes, dass sie natürlich jegliche eigentlich emanzipatorischen Anspruch da aufgibt. Ja, also dann schreibt sie ganz bewundernd davon, wie die Männer ihre eigenen Strümpfe stopfen da und solche Dinge. Also ja, und das ist eigentlich das, was ich da analysiere, dass der Krieg dazu führt, dass Alice Schalleck tatsächlich emanzipatorische Positionen, die sie vorher und auch nachher hat. Sie hat ein extrem eindrucksvolles Bild. Sie ist nachher sehr viel gereist, wo sie zum Beispiel eine Frau im Schleier abbildet, eine, wie auch immer das heißt, natürlich nicht Prinzessin, sondern
ja, das weiß ich jetzt nicht, aber wo sie eben sagt, also berichtet auch von Frauenkongressen, wie die Frauen ihre Schleier ablegen und solche Dinge. Also auch hinterher nimmt sie wieder eine ganz emanzipatorische Rolle eigentlich ein, aber in dieser Kriegsberichterstattung nicht, also diese Kriegsberichterstattung. Und auf der anderen Seite ist eben sehr deutlich, dass Karl Kraus in seiner Abwehr gegen den Militarismus, aber gleichzeitig extrem antifeministisch und auch antijüdische sozusagen Positionen einnimmt. Und das ist das, was ich in dem Beitrag ein bisschen ausführe. Vielleicht interessant dazu ist auch noch, wenn der Titel ist auch Rhetorik über Krieg, ja. Das ist auch interessant, was Sie dann beschreiben, dass eben auch, wie denn diese Rhetorik eines eigentlich Kriegsgegners, eines Antimilitaristen dann doch relativ militaristisch ja, dann auch ist. Genau. Also vielleicht können ja. Sie das auch noch kurz irgendwie ja. erwähnen oder... Ja, ich meine, ein paar Zitate habe ich ja vorgelesen, da ist vielleicht schon so ein bisschen was dabei herausgekommen. Also Karl Kraus war insgesamt gegen intellektuelle Frauen. Er hat auch extrem abwertend über Bertha von Suttner geschrieben zum Beispiel. Also diese Idee der Friedensbertha, das kommt ja in dem Beitrag, in einem anderen Beitrag vor, die Stereotype, die es gegenüber Frauen gab. Und da ist die Friedensbertha, diese betuliche Frau, die sich da für Frieden einsetzt, die extrem modern war, ein Stil auch geschrieben hat, das kann man ja heute im Internet auch digital jederzeit bekommen, der heute noch modern wirkt, also eine wirklich radikale auch Pazifistin mit sehr emanzipatorischen Ideen, die nur deshalb, die hat auch bei der Frauenbewegung mitgearbeitet, war auch befreundet mit vielen der führenden Frauen aus der Frauenbewegung, hat sehr stark diesen Differenzfeminismus abgelehnt, der sowohl in der liberalen als auch in der proletarischen Frauenbewegung der Fall war. Jedenfalls schreibt Kraus auch extrem abwertend über Bertha von Suttner. Er mochte einfach keine klugen akademischen Frauen und fand, dass die keinen sozusagen Ort waren oder keine Position haben sollten in Öffentlichkeiten. Und das andere, was bei Kraus aber, glaube ich, in anderer Hinsicht schon auch, er war ja selber jüdischer Herkunft und diese antijüdischen Ressentiments, die immer wieder in seinen Arbeiten durchkommen, auch nicht nur gegen Frauen, sind ja auch schon mal als sozusagen unter diesem Aspekt jüdischen Selbsthasses, wie auch immer, analysiert worden. Aber er verbündet sich dann eben gegen die Schalleck tatsächlich mit den konservativsten Kräften im Parlament, mit den Generälen und so weiter und so fort, um diese Akkreditierung von Schalleck dann zu verhindern. Und letztlich argumentiere ich eigentlich in der Hinsicht, dass Krieg tatsächlich solche Rhetoriken Vorschub leistet. Also Rhetoriken, die eben nicht mehr differenziert sind, die entweder sozusagen ja, sehr klar oder irgendwie antimilitaristisch sind, aber eben er übernimmt einen Antifeminismus, der ja unglaublich stark im Kaiserreich auch war, der auch heute ja uns wieder entgegenschlägt. Da gibt es viele Parallelen dazu, zu dem Antifeminismus im Kaiserreich, den wir heute erleben, bei ganz rechten auch Positionen und auch bei den Anschlägen in Deutschland oder auch in Christchurch und so weiter. Es gibt immer auch diesen Antifeminismus und der ist im Kaiserreich ganz stark und offensichtlich ist so jemand, ein Antimilitarist wie Karl Kraus, dagegen auch nicht gefeit gewesen, sondern hat ihn mit übertragen. Danke. Bevor wir jetzt zu dir kommen, Heinz, möchte ich noch ganz kurz noch einmal zur Bettina Biron zurückgehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe sie vorgestellt als Herausgeberin, aber sie ist auch Universitätsassistentin am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Und der Beitrag trägt den Titel Der Erste Weltkrieg als Heerschau der Frauen, Betrachtung zum vermeintlichen Motor der Frauenemanzipation. Darin geht es vor allem unter anderem aber auch um bestimmte Mythen. Also Sie beschreiben unterschiedliche Mythen. Einer geht um die Schaffnerin, ein anderer war Zunahme von Beschäftigung, Emanzipation und Wahlrecht haben wir schon kurz besprochen. Aber vielleicht könnten Sie noch ganz kurz ein paar dieser Mythen für uns aufräumen. Okay, also der eine ist natürlich das, was sehr gern gemeint wird, dass der Erste Weltkrieg zur Emanzipation, zum Frauenwahlrecht beigetragen hätte. In Wahrheit hat das eher verhindert und zurückgeworfen in vielerlei Hinsicht, wie auch die Frau Kollegin gerade erwähnt hat.
Ein anderer ist die Schaffnerin, die immer so zitiert wird, gebetsmühlenartig, wenn es darum geht, die Frauen werden in Männerdomänen eingegriffen und dann stellt man sich immer so nette Schaffnerinnen vor. Über die wurde im Ersten Weltkrieg sehr, sehr negativ geschrieben auch. Mir fällt jetzt der Josef Roth zum Beispiel, schreibt über die Schaffnerin, es gibt nur zwei Arten, entweder die adrette, blond-dümmliche, da freut man sich, wenn man sie sieht, und die ist so, wie man nur blond sein kann, mehr oder weniger ein wörtliches Zitat, oder es gibt die herrische, ungepflegte, unfrisierte, übergewichtige, die man am besten wieder aus dem Dienst entfernen sollte. Also so wurden über die Schaffnerinnen berichtet. Es gab auch von Josef Roth, und ich habe nur eines gefunden, als die Schaffnerinnen dann ja nachdem der Krieg sofort, nachdem der Krieg vorbei war, wurden die ja sofort wieder aus ihrem Dienst entlassen. Gibt es nur ein Feuilleton vom Roth, das sich überhaupt damit beschäftigt, allen anderen war das überhaupt kein Thema. Den Frauen wurde vorgeworfen, auch nach dem Krieg, sie sollen sich doch endlich wieder aus ihren Positionen herausbegeben. Also die haben nicht mehr gearbeitet, die Frauen danach, wenn sie vorher nicht schon berufstätig waren, waren sie es vielleicht im Krieg, aber danach nicht mehr. Dann sind sie wieder zurückgegangen worden. Die Frauen haben auch deutlich, deutlich weniger in den Fabriken verdient und das kennen wir auch heute noch als die Männer. Trotzdem wurde ihnen vorgeworfen, sie nehmen den Männern, die nicht an der Front sind, die Arbeitsplätze weg, das zum Resultat dann hatte, dass alle ein bisschen weniger verdienten. Also da gibt es sehr viele, was man sich auch im Ersten Weltkrieg, den stellt man sich immer so niedlich hervor als den Zweiten, aber so niedlich war er nicht, an Bildern von der Frau, die mit dem Schaffnerhütchen oder nähend herumsteigt. Auch ein Mythos ist natürlich, dass Frauen so besonders pazifistisch gewesen wären und in einer Opferhaltung. Es gab sehr, sehr, sehr militante Frauen, die sehr pro Krieg waren und auch nicht nur sehr human dem Feind gegenüber. Auch das muss man sagen, da spielte, das weiß der Professor Duchowitsch, der hat das sehr geschrieben, auch die Kirche oft eine Rolle. Frauen waren natürlich auch Rezipientinnen, die waren ja auch nicht intelligenter oder weniger intelligent als die Männer und haben sich natürlich auch in dieser Propaganda auch aufhussen lassen. Das schreibt der Friedrich Heer ja recht gut, das war ja wie eine Massenhysterie, auch das ist, denen sind natürlich auch die Frauen anheimgefallen, das war nicht nur so, als wären die strickend oder als Schaffnerin oder was auch immer lieb und duldig und artig herumgetanzt und hätten halt ein bisschen die Männer unterstützt. Es ist auch natürlich nicht so, als wären nur Männer im Krieg gestorben, natürlich sind sehr viele Frauen auch dem Ersten Weltkrieg zum Opfer gefallen. Sei es, weil sie wirklich umgebracht wurden, sei es, weil sie Krankheiten hatten, sei es, weil sie fast verhungert wären oder dann auch verhungert sind, inklusive ihrer Kinder. Ja, ich glaube, das sind so Mythen, dass der Erste Weltkrieg, was die Frauen betrifft, aber überhaupt natürlich die Gesellschaft, eine sicher sehr, sehr furchtbare Zeit war, die ehrlich gesagt nicht recht viel Gutes hervorgebracht hat und sicher keine Emanzipation. Danke. Und noch einmal, bevor wir zum Heinz gehen, das ist deswegen, weil er ein bisschen ein anderes Thema dann hat, gehen wir in eine andere Richtung. Noch mal ganz kurz zu Ihnen, Herr Duchowitsch. Wenn wir vorhin kurz über Narrative gesprochen haben, können Sie vielleicht noch ein paar andere Narrative beschreiben? Was waren denn die vorherrschenden Narrative? Wie hat sich das geäußert? Wo sind die zum Ausdruck gekommen? Und waren die auch im Einklang mit der öffentlichen Meinung? Oder wie sehen Sie das? Ja. Gerne. Sie haben gleich am Beginn vorhin darauf hingewiesen, wann diese Idee entstanden ist, Krieg gegen den Krieg, bei einem Friedenskongress 1887. Jetzt habe ich noch einmal nachgeschaut, um mich zu vergewissern. Es war damals auch noch die Rede davon, eine Wochenzeitschrift zu gründen mit dem Titel
die Vereinigten Staaten von Europa. So weit hat man damals schon gedacht, im Zusammenhang mit Friede oder gegen den Krieg. Man muss sich vorstellen, wie lange es gedauert hat, bis da überhaupt irgendetwas in Schwung gekommen ist von dieser damaligen Idee. Die Idee selbst, Krieg gegen den Krieg, ist jahrzehntelang mitgetragen worden von der bürgerlich-liberalen Presse, aber auch von der sozialdemokratischen Presse. Das war für mich schon bemerkenswert. Mit Beginn des Kriegs ändert sich die Situation schlagartig. Die bürgerliche Presse verzichtet auf das Schlagwort Krieg gegen den Krieg und schreibt ihren Leserinnen, vielleicht gab es auch Leser, das ist schwer festzustellen, ob Frauenzeitschriften damals auch von Männern gelesen worden ist. Wir wissen es nicht. Schreibt jedenfalls, wir müssen jetzt Seite an Seite stehen mit denen, die jetzt an der Front sind, die in den Krieg gezogen sind. Da gab es nichts mehr von Frieden oder Friedenssehnsucht. Man fürchte sich. Und zugerufen wurde den Frauen, wir müssen jetzt selbstlos sein. Wir dürfen nicht an uns denken, sondern nur an die Männer. Das waren entweder die Väter oder die Brüder oder die Söhne, wer auch immer. In der sozialdemokratischen Presse, die lange Zeit auch noch diese Idee mitgetragen hat, ist vom Krieg gegen den Krieg nur mehr ganz, ganz selten die Rede. Wenn etwas geschrieben wird über den Krieg, so immer im Zusammenhang damit, wir müssen gegen den Verursacher des Kriegs ankämpfen. Und der Verursacher des Kriegs ist der Kapitalismus. Wir müssen gegen den Kapitalismus kämpfen. Wer das aufgenommen hat, schwierig. In Deutschland war die Situation, Lissi hat vorhin erwähnt, auch revolutionäre Sozialistinnen. Clara Zetkin kann man durchaus dazu zählen. In Österreich gab es schon sehr engagierte und mutige Frauen, aber sie waren nicht in Frauenzeitschriften tätig, sondern in der Arbeiterinnenzeitung, die immer wiederum verboten worden ist, oder sie schien mit vielen weißen Flecken. Ich habe mich konzentriert auf Frauenzeitschriften. Und da habe ich mich mit einem anderen Strang intensiv beschäftigt, mit jenen Frauenzeitschriften, die unter der Ägide des Katholizismus erschienen sind. Lissi hat vorhin erlaubt, etwas zu zitieren. Ich mache das jetzt gerne. Auch natürlich. Da hieß es von einer Frau, Hanni Brentano, die war dann nach dem Krieg in einem Kloster in Salzburg sie eingetreten. Und die hat schon 1914 zum Himmel hinaufgeschaut und geschrieben, wir können jetzt nichts anderes, als uns dem Willen unseres Vaters im Himmel in Demut fügen und vertrauensvoll auf die Lösung warten, die er dem Weltkonflikte geben wird. Und so, na gut, ja, das war brav katholisch, aber damit haben sich Frauenzeitschriften nicht begnügt. Da ist die Rede davon, dass der Krieg der Anwalt des Frauenherzens sei. Er, der Krieg, habe dem Reichtum der Liebe im Frauengemüt geoffenbart. Der Krieg sei ein Kriegserfolg der Frauenwelt, ihr herrliches Gewinn, kostbares Vermächtnis, heilige Aufgabe, Lehrkurs der barmherzigen Liebe. Damit hat man die Leserschaft, die katholische Leserschaft, zufriedengestellt. Es blieb aber nicht dabei, sondern die Sprache wurde aus heutiger Sicht dann gegen Ende des Kriegs, 1917 wusste man nicht, wie lange der Krieg noch dauert, wurde immer mehr ähnlich der männlichen Sprache. Ein Zitat daraus dafür, wir Frauen sind die Soldaten des Hinterlandes, bewaffnet bis an die Zähne, wollen wir Bereitschaft halten, Tag und Nacht, klaglos, tapfer, freudig, liebreich, zuversichtlich, mit Gott bis ans Ende. Und an einer anderen Stelle ein Zitat noch, die Welt, in die Frauen vom Weltkrieg hineingeworfen wurden, wolle, jetzt Zitat, kein schwachherziges Volk, sie wolle wetterharte Gestalten und überragende Größen auf allen Gebieten, aufbieten aller Mittel
und Anspannen aller Kräfte. Und bei diesem Bild, Anspannen aller Kräfte, musste ich daran denken, wann das später sehr stark propagiert worden ist. Das war im Dritten Reich. Und da schon seit 1917 sprechen das Frauen aus. Anspannen aller Kräfte. Mein Versuch jetzt herauszufinden, woher das kommt, hat mich geführt, heute ist das ja alles mit Hilfe von Google und anderen Möglichkeiten relativ leicht möglich. Und da bin ich gekommen, dass dieses Bild ein Mystiker im Mittelalter verwendet hatte. Ein Mystiker namens Tauler. Und der Anspannen aller Kräfte heißt, wenn man ein Ziel erreichen will, muss man den Bogen anspannen und genau dieses Ziel anvisieren. Es ist vielleicht eine falsche Erklärung. Möglich ist es aber, dass Frauen damals Schriften von dem Mystiker gekannt haben. Wie auch immer, es war trotzdem ein Kriegshandwerkszeug. Und dieses Bild haben Frauen aufgegriffen. Sie waren nicht gegen den Krieg, sondern sie waren für den Krieg. Danke, ja, auch dass Sie auch die Bedeutung der Sprache und auch wie sich das verändert hat, auch im Laufe dieser Jahre, auch dass Sie das auch ein bisschen zum Ausdruck bringen. Wir kommen jetzt aber natürlich auch zu dir, Heinz. Es ist nämlich so, das Buch handelt natürlich nicht nur vom Ersten Weltkrieg, sondern es sind ganz viele Beiträge. Es geht auch um den spanischen Bürgerkrieg, über Kriegsberichterstattung in der Türkei, um den Islamischen Staat. Und es gibt auch einen Beitrag von Heinz Gärtner zum Thema sexuelle Gewalt und Schutzverantwortung. Nun ist Kriegsforschung und Medienberichterstattung, die behandeln Gewalt an Frauen, oft wie eine Nebenerscheinung. Dabei ist sexuelle Gewalt aber auch wirklich definitiv Teil der Kriegsführung. Sei das im Kongo, sei das im IS, im Islamischen Staat, Boko Haram mit den Jesidinnen im IS-Gebiet. Und jetzt haben wir dieses Jahr auch noch ein Jubiläum, nämlich der Resolution 1325. Das ist die Resolution for Women, Peace and Security. Und es gibt aber noch ein anderes Instrument, das teilweise schon totgesagt ist, aber auf dem Papier zumindest formal noch besteht. Das ist die sogenannte Responsibility to Protect, also die Verantwortung zum Schutz. Und von diesen Instrumenten handelt der Beitrag von Heinz Gärtner. Kannst du vielleicht mit uns ein bisschen sagen, was steht da im Zentrum dieser Resolutionen? Worum geht es da? Geht es da um Diplomatie? Geht es da um militärische Macht? Wer ist die Zielgruppe? Wie siehst du das Thema sexuelle Gewalt und Schutzverantwortung aus heute aktueller Sicht? Danke, Stefanie. Du hast das sehr gut zusammengefasst, meinen Beitrag. Dankeschön. Aber wir springen jetzt vom 100 Jahre vom Ersten Weltkrieg auf die Jetztzeit, beziehungsweise nicht die ganze Jetztzeit, wie du sagst, also die Resolution 1325, also genau 20 Jahre. Und es gibt einige Frauenveranstaltungen natürlich auch, die sich auf diese Resolution beziehen und die aber vor allem die Teilhabe von Frauen an Friedensmissionen, an die Beteiligung von Frauen betont. Ich betone dann einen anderen Aspekt der Resolution, und das ist aber auch die Schutzverantwortung. Aber es gibt nun nicht nur diese Resolution, sondern ich möchte sie ein bisschen in den Kontext also der Kriegsursachenforschung stellen, aber auch in den Kontext von anderen UN-Instrumenten. Tatsächlich, wie Stefanie erwähnt hat, wird in der Kriegsursachenforschung oder in der Kriegsforschung, aber auch in den Medienberichten die Gewalt an Frauen und Mädchen und auch sexuelle Gewalt als Nebenerscheinung behandelt. Und mein Argument in dem Artikel ist, dass also diese Gewalt an Frauen und Mädchen eine eigenständige Dimension der Kriegsführung ist, aber wenn man das also auch umdreht von der anderen Seite, sollte es auch eine eigenständige Dimension der Schutzverantwortung sein. Auch da ist die Gewalt an Frauen immer nur ein Teil des Schutzes. Die wohl berühmtesten Kriegsdefinitionen, muss ich sagen, gehen zurück auf Karl von Clausewitz, und da möchte ich jetzt ausgehen davon, dass Clausewitz eben den Krieg definiert hat als einen Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen.
Und solange der Gegner nicht niedergeworfen ist, besteht immer die Gefahr, dass er mich niederwirft. Also drängt der Krieg ständig zum Äußersten, bis der Herr Clausewitz. Aber wenn der Krieg ständig bis zum Äußersten drängt, schließt das natürlich die massive Gewalt gegen schwache und schutzbedürftige Gruppen ein, ob die ethnisch sind, religiös sind und eben Frauen, Mädchen und Kinder. Die internationale Gemeinschaft hat also aktuell wahrscheinlich mehrere, aber ich möchte drei Instrumente hervorheben, also diese drei Instrumente entwickelt, die alle für sich natürlich unzureichend sind. Und das wäre eben einmal die schon erwähnte Resolution 1325, die eben eine Verhütungsfunktion hat, eine Schutzfunktion und eine Beteiligungsfunktion. Wie gesagt, die Beteiligungsfunktion möchte ich einmal jetzt nicht ansprechen. Aber diese Resolution drückt das Besorgnis aus, dass Zivilpersonen, insbesondere Frauen, Mädchen, die weitaus größte Mehrheit von betroffenen Personen in bewaffneten Konflikten sind. Zweitens möchte ich erwähnen, die sehr in diesem Zusammenhang stehen, Resolutionen, aber meist getrennt behandelt werden, sind die Resolutionen zum Schutz von Zivilisten. Die wohl bekannteste ist die Resolution 1894, weil sie bekannt wahrscheinlich auch in Österreich, weil sie von Österreich mitgesponsert wurde. Aber es hat natürlich Vorläufer gegeben, wie also die Resolution 1674 schon 2006. Ich muss natürlich dazu sagen, wenn man von der Resolution 1325 spricht, hat es inzwischen auch Folgeresolutionen gegeben. Also die steht also symbolisch, genauso wie jetzt die Resolution 1894 für mich also symbolisch im Zentrum vom Schutz der Zivilisten steht. Also etwas umstrittener ist dann, wie der Schutz der Zivilisten auch umgesetzt wird, sollen da Gewaltmaßnahmen auch angewendet werden. Das hängt dann jeweils von der jeweiligen spezifischen Resolution ab. Ich möchte nur erinnern an die Resolution 1973, die Libyen-Resolution 2011, wo dann die Rede ist, also das heißt die Rede von Schutz von Zivilisten, aber auch schon, wie Stefanie erwähnt hat, der Hinweis auf Responsibility to Protect, auf die Schutzverantwortung. Aber sind jetzt Gewaltmaßnahmen eingeschlossen und diese Resolution spricht eben von all necessary means. Bis heute sind sich also Völkerrechtler nicht ganz genau, nicht ganz einig, was das jetzt, wie das genau auszulegen ist. Das dritte Instrument, das ich eben erwähnen möchte, zum Schluss kommen die wieder alle zusammen, also ich verhandle mal ganz kurz getrennt. Also darauf möchte ich mich einmal konzentrieren, diese Responsibility to Protect, wo eine Kommission 2001, International Commission on Intervention on State Sovereignty, einen Report veröffentlicht hat, wo das Prinzip der Verantwortung betont wird, bei Verantwortung zum Schutz, wenn es zu großem Verlust an Menschenleben kommt oder zu Genozid oder auch zu Genozidabsichten. Dieser Bericht hat keinen völkerrechtlichen Charakter, allerdings hat es den 2005 den World Summit gegeben, wo diese Prinzipien, das World Summit der Vereinten Nationen, ein High-Level Plenary Meeting, wo die Prinzipien dieser Responsibility Protect aufgenommen worden sind. Was sagt dieser Bericht im Wesentlichen, wenn es zu diesem großen Verlust an Menschenleben und Genozid und Genozidabsichten kommt, hat die primäre Verantwortung, das zu verhindern, der jeweilige Staat. Wenn der Staat nicht willens ist oder nicht in der Lage ist, muss die Staatengemeinschaft eingreifen. Also das ist die zweite Säule, um den Staat auch zu unterstützen. Wenn der Staat weiterhin dann mit Hilfe der Gemeinschaft diesen Schutz nicht gewährleisten kann, dann soll sich die internationale Gemeinschaft Zwangsmaßnahmen überlegen, die in das Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen fallen würden. Nur fälschlicherweise wird sehr oft betont, dass diese Zwangsmaßnahmen eine humanitäre Intervention seien. Das ist nicht richtig, weil der
Bericht vermeidet den Begriff humanitäre Intervention, weil das als Rechtfertigung für Intervention genommen werden könnte und spricht eigentlich nur von der Intervention zu humanitären Zwecken. Also nicht das Recht auf Intervention steht im Mittelpunkt, sondern die Verantwortung zum Schutz und da nur in außergewöhnlichen Ereignis, in Ausnahmen und außergewöhnlichen Ereignissen. So, ich gehe jetzt ganz kurz durch dieser Bericht verwendet also die Kriterien des gerechten Krieges. Die gehe ich ganz kurz durch und dann wende ich sie auf unser Thema an, Schutz von Frauen und Mädchen. Ich versuche sozusagen auch im Rahmen der Zeit zu bleiben. Also das erste Kriterium ist, damit es zu diesen Kapitel 7 Zwangsmaßnahmen kommen kann, muss ein gerechter Grund vorliegen. Also es muss einen großen Verlust der Menschenrechten geben, also in großem Ausmaß, sagt der Bericht. Also kleine individuelle Menschenrechtsverletzungen würden da nicht hineinfallen. Zweitens, es muss eine aufrichtige Absicht vorhanden sein. Eine aufrichtige Absicht heißt, dass das vorrangige Ziel heißt die Prävention und die Beendigung menschlichen Leids. Man darf nicht vorrangig aus geopolitischen Gründen handeln und nicht unbedingt, also nicht vorrangig, um beispielsweise Flüchtlingsströme einzudämmen. Drittens, Gewalt soll nur angewendet werden als letztes Mittel, also diese Ultima Ratio. Wenn alle Maßnahmen nach Kapitel 6 der Vereinten Nationen, der Charta der Vereinten Nationen, also friedliche Maßnahmen ausgeschöpft sind, dann wäre es möglich, dass man zu Kapitel 7 schreitet. Allerdings gibt es Kritik an diesem Kriterium letztes Mittel, dass man sagt, naja, letztes Mittel heißt, dass man oft zu spät kommt und eigentlich früher hätte handeln sollen. Viertens, das Prinzip, das sehr wichtig ist, auch der Verhältnismäßigkeit, also die Zwangsmaßnahmen müssen, was Dauer und Intensität betrifft, die verhältnismäßig zum jeweiligen Fall, also zur jeweiligen Gewalt stehen. Also die mindestnotwendige Gewalt muss angewendet werden. Fünftens, es muss eine vernünftige Aussicht auf Erfolg geben, das heißt, die Beendigung und Verhinderung menschlichen Leids durch Gewaltanwendung muss größer sein, als wenn diese Gewaltanwendung neues menschliches Leid verursachen würde, was in einzelnen Fällen oft ja der Fall war, also wahrscheinlich auch in Kosovo 1999, aber auch eben auch in Libyen 2011. Sechstes, also ein letztes Kriterium, das ich jetzt anspreche, und das ist auch umstritten, nicht für mich, aber für manche Völkerrechtler, wer ist die rechtmäßige Entscheidungsinstanz? Die Entscheidungsinstanz, wer bestimmt, was ist gerecht, was ist aufrichtig, was ist verhältnismäßig, was ist eine vernünftige Aussicht auf Erfolg? Sind das die USA, ist es die Europäische Union, sind das andere internationale Organisationen wie die Shanghai-Kooperation oder die Afrikanische Union oder die Organisation amerikanischer Staaten? Also jeder würde das dann für sich entscheiden und die einzige, die übrig bleibt, wenn sie auch schlecht ist, aber die einzig mögliche ist der UN-Sicherheitsrat. Dem kommt laut Charta der Vereinten Nationen auch Artikel 24 die Hauptverantwortung zur Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit zu. So, das waren jetzt die Kriterien, jetzt wende ich sie an auf unser Thema, sexuelle Gewalt an Frauen. Das geht ein bisschen schneller, ich fasse dann auch zusammen. Also bei einem anzufangen beim gerechten Grund. Also wenn ein Staat nicht in der Lage ist, sozusagen diesen Schutz zu gewährleisten und diese massive Anwendung von Gewalt an Mädchen und Frauen vorliegt, dann besteht ein gerechter Grund. Und die Fallbeispiele, die ich im Buch behandle, sind eben der Irak und der Islamische Staat und in Nigeria Boko Haram, also Islamischer Staat und die Jesidis und Boko Haram und die Chibok Girls. Da waren sozusagen waren die Staaten weder willig noch
war es ihnen möglich, sozusagen den Schutz zu gewährleisten. Also wäre eigentlich ein gerechter Grund gelegen. Völkerrecht an sich hat da nicht gegriffen, weil es sich nicht um Staaten handelt, sondern um nichtstaatliche Akteure. Aufrichtige Absicht, also das politische Ziel muss von Beginn an der Schutz von Frauen und Mädchen sein, oder und der Zivilbevölkerung darf nicht als Vorwand dienen. Wenn man also das syrische Regime etwa anschaut, dass er den IS zu Recht bekämpft hat, aber sehr oft mit dem Argument Schutz der Zivilisten, aber gleichzeitig das syrische Regime massenhaft Zivilisten auch umgebracht hat und getötet hat. So war das ein Vorwand und das war keine aufrichtige Absicht, aber auch genauso, wenn man diese Beispiele anschaut, wie also die Jesidis und die Chibok Girls, die Befreiungsoperationen, die da von Irak und von Nigeria gestartet wurden, haben eher der eigenen Legitimation und der Machtfestigung dieser Staaten gedient, als tatsächlich wirklich der Befreiung. Andere Beispiele kann man finden in Kongo und Sudan. So, die letzten Kriterien fasse ich zusammen. Das letzte Mittel, die Verhältnismäßigkeit und der vernünftige Ausgang. Natürlich, diplomatisch-politische Maßnahmen haben den Vorrang, aber gerade wenn man den IS anschaut und Boko Haram, sind sie natürlich nicht zielführend, mit denen zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Allerdings umgekehrt, militärische Mittel würden auch nicht ausreichen, um zu einer vernünftigen Aussicht auf Erfolg zu kommen. Sie würden auch massiv wahrscheinlich zum Schaden von Zivilisten eingesetzt werden, was auch unverhältnismäßig wahrscheinlich wäre, wenn man Luftschläge gegen Zivilisten einsetzen würde, um Frauen und Mädchen sozusagen zu befreien. Also das ist diese drei Kriterien stehen in einem bestimmten Spannungsverhältnis zueinander. 1325, kompetente Autorität, wer entscheidet jetzt? Also die Resolution 1325 ist da etwas klarer. Sie schreibt davon, dass ein Zusammenhang bestehen muss von Verfassung, Polizei, rechtsprechender Gewalt, Wahlsystem und Völkerrecht. Also die Resolution verweist sozusagen auf das Völkerrecht und damit auch auf den UN-Sicherheitsrat als rechtmäßige Autorität. Allerdings die Resolution 1325 geht nur bis zu Kapitel 6, Artikel 41 UN-Charta, das sind friedliche Maßnahmen. 1325 schließt keine Zwangsmaßnahmen ein nach Kapitel 7. Aber 1325 ist vereinbar natürlich mit den anderen Kriterien, wenn ein gerechter Grund vorliegt und eine aufrichtige Absicht. So, was ist meine Schlussfolgerung? Kommt alles zusammen, bin fertig dann. Also der Bericht Responsibility to Protect hat eben ein neues, wichtiges Normensystem geschaffen, das über den Schutz, über die staatliche Souveränität hinausgeht. Also auch eben im Besonderen die Zivilbevölkerung einschließt, wenn massive Anwendung von Gewalt vorliegt. Die Kritik an meine Kritik an der Responsibility to Protect ist, dass sie eben die Gewalt an Frauen und Mädchen und sexuelle Gewalt eben nur als Teil sieht, als Nebenprodukt. Wenn ich da aus dem Bericht kurz zitiere, dass die Schutzverantwortung dann eintritt, wenn vorliegt a large scale ethnic cleansing, actual or apprehended, whether carried out by killing, forced expulsion, acts of terror or rape. Sozusagen Rape wird ein bisschen hinten angehängt, sozusagen bei all diesen Maßnahmen, also als Nebenprodukt gesehen. Mein Argument war, dass sexuelle Gewaltanwendung und Gewalt an Frauen und Mädchen ein spezifischer Teil der Kriegsverführung ist und deswegen auch als spezifischen Schutzverantwortung in die Responsibility to Protect aufgenommen werden müsste. Allerdings müsste sie stehen in Verbindung mit der Resolution 1325. 1325 eben schließt keine Kapitel 7 Maßnahmen ein, aber die Responsibility Protect, aber keine wirklich rechtliche
Basis hat, seit 1325 Jahren. Also 1325 plus Responsibility Protect würde sozusagen Zwangsmaßnahmen möglich machen. Allerdings muss ich sagen, gerade wenn es zu diesem Bereich kommt und zu militärischen Interventionen, zu humanitären Zwecken, wie der Bericht sagt, sind militärische Interventionen wahrscheinlich sehr selten zielführend. Danke. Ja, vielleicht, was wir daraus mitnehmen sollten unbedingt, ist, dass eben sexuelle Gewalt an Frauen eben keine Nebenerscheinung ist, sondern vor allem auch die systematischen Vergewaltigungen können teilweise auch so interpretiert werden, bis hin zum Genozid, wenn nämlich damit auch versucht wird, eine ganze nächste Generation auszulöschen, dadurch, dass Frauen verstoßen werden in ihren jeweiligen Kulturkreisen. Und prinzipiell kommt die Responsibility to Protect, könnte dann angewandt werden, wenn eben ein Staat nicht will, oder nicht in der Lage ist und natürlich unter den gegebenen Punkten, du hast sie aufgezählt, Proportionalität, redliche Absicht, gerechter Grund, Gewalt als Ultima Ratio, Aussicht auf Erfolg und am Ende natürlich auch zumindest bei der R2P durch den Security Council abgesichert. Bevor wir jetzt in die Publikumsdiskussion gehen, möchte ich Ihnen noch ganz kurz vielleicht die Möglichkeit geben, aufeinander zu reagieren, wenn Sie das möchten. Und wenn nicht, dann können wir natürlich auch gleich schon in die Publikumsdiskussion starten. Möchten Sie noch ergänzen? Also vielleicht nur zwei Gedanken, die jetzt ganz anders sind. Also ich finde es sehr interessant mit der Resolution. So im Detail war mir das nicht bekannt. Aber habe mich die ganze Zeit gefragt, was das denn jetzt heißt für die Geflüchteten in Griechenland, die da in den Lagern sind. Ob das nicht genau eigentlich heißen würde, dass die EU eine deutliche Verpflichtung hat, über Menschenrechte hinaus eben genau auch die Frauen zu schützen und da rauszubringen aus dieser Situation. Denn es ist, das haben Sie ja auch gesagt, es ist ein Teil der Kriegsführung, auch den Gegner zu entehren, indem man sozusagen Frauen vergewaltigt, und es kommt in allen kriegerischen Situationen, ist das ein riesiges Problem. Das ist ein Gedanke. Mein zweiter Gedanke ist einer, den ich so ein bisschen mich auf das Buch vorbereite. Das ist ja mal eine lange Zeit, bevor man so einen Artikel dann im Druck sieht. Man hat ihn ja sehr viel vorher abgegeben. Und da habe ich gedacht, was würde eigentlich heute noch dazukommen zu so einem Symposium? Und ich glaube, was wirklich dazukommen würde, ist eine diese kriegerische Sprache, die wir erleben im Internet und die wir erleben bei rechtsradikalen Positionen. Und die ja auch etwas sehr mit Frauen zu tun hat, auch wieder mit Gewalt. Es gibt ja von den Identitären eine Kampagne, die heißt 120 Dezibel. Die ist danach gerichtet, dass 120 Dezibel, diese Pfeifen, die die Polizei ja zum Teil auch ausgehändigt hat, nach der Kölner Silvesternacht, die ja sehr in das kulturelle Gedächtnis irgendwie eingegangen ist, und wo eine ganz kriegerische Rhetorik in diesem 120 Dezibel, dass wir eben unsere Frauen gegen diese ausländischen sozusagen Horden, ja, männlichen Horden, verteidigen müssen. Und das ist, glaube ich, etwas Hate Speech, die Frage, wie rechtsradikale Rhetorik auch auf kriegerische Muster, auf eine sehr militante Sprache zurückgreift oder eben sich sogar im Krieg wähnt. Das ist ja so, es gibt ja diesen Krieg gegen diese Überfremdung, die angebliche Überfremdung, dass das, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich wäre, der heute sicher noch dazukommen würde, wenn man jetzt irgendwie nach 6 Jahren nochmal so ein Symposium machen würde, weil ich das eine absolut wichtiges Feld derzeit finde, auf dem nochmal diese ganze Frage von Frauen, Krieg und Sprache auch nochmal neu und zum Teil sehr alt, mit sehr alten Mustern reflektiert wird. Das sind meine beiden. Sie wollten auch noch ergänzen? Ja, schön. Ja, also zunächst einmal freue ich mich unendlich. Ich habe das zunächst gar nicht so wirklich wahrgenommen, aber auf dem Prospekt ist das Cover unseres Buchs. Dankeschön. Ja, also wie der nächste Band heißen wird, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht Frauen wie den Krieg, Römisch 2, aber wir haben vor, schon noch bei diesem Thema zu bleiben, bei dem Thema, welche Chancen haben Frauen, Mädchen auch einmal gehabt, welche Chancen haben Frauen
heute und Mädchenöffentlichkeit zu erreichen. Und ich denke, wenn wir da eine Achse schmieden können, die noch stärker ist, das bisschen nämlich zwischen Wien und Salzburg, Lissi, würde ich mich sehr freuen, dich weiter gewinnen zu können. Und weil es ja immer so ist, dass von Salzburg nach Wien zu fahren, das offensichtlich kürzer ist, als von Wien nach Salzburg zu fahren. Ja, ja, also ich, ja, also ich, da warst du noch nicht in Salzburg, aber ich erinnere mich sehr gerne, es waren die Verbindungen, als der Heinz noch tätig war und so irgendwie, war zwischen Wien oder zwischen ein Paar, muss ich vielleicht korrigieren, zwischen ein Paar in Wien und Salzburg waren wirklich sehr groß und das hat irgendwie dann nachgelassen, die Gründe lassen wir beiseite. Wahrscheinlich ist es eher unangenehm, daran zu denken, was dazu geführt hat. Egal. Also wir wollen schon noch fortsetzen. Wir haben zu dritt, glaube ich, etwas zu Wege gebracht. Und bei der Gelegenheit möchte ich mich auch bei allen bedanken, die mitgemacht haben. Und jetzt auch noch, weil ich die Gelegenheit nütze, dem Jürgen Grimm zu danken, der bietet in dem Band jetzt das Schlusslicht oder den Ausblick auch gleichzeitig. Und es ist ein Beitrag, der schon vom Titel her interessant ist, weibliche Blicke und nationale Aneignungsperspektiven. Da geht es auch um den Ersten Weltkrieg, wie wird der Erste Weltkrieg von Menschen heute, von Frauen, von jungen Frauen gesehen, von Studentinnen auch gesehen, in der Türkei, aber immerhin ja ein Bündnispartner, in Ungarn, naja, Österreich, Ungarn, klar, in Österreich selbst und in Vietnam. Es ist ein sehr umfangreicher Beitrag, ein klassischer Beitrag, der mit Hilfe der quantitativen Analyse vorzügliche Ergebnisse liefert, die man gerne nachlesen kann, mit Gewinn nachlesen kann. Nochmals danke, Jürgen. Danke, dass ich noch die Möglichkeit hatte. Ja, ich sehe schon, das nächste Symposium ist in Vorbereitung. Ich kann Sie beruhigen, der Heinz ist immer noch sehr aktiv, also von daher steht er bestimmt auch gerne zur Verfügung zu einer weiteren Kooperation. Ja. Ich darf Sie nun bitten, wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen, Sie können gerne an die spezifischen Personen, aber auch ansonsten irgendwelche Anmerkungen, Anregungen, bitte nur kurz die Hand heben. Ein bisschen höher müssten Sie es heben, damit ich sehen kann. Nein? Ja, da haben wir eine. Ich habe eine Frage, wo ich die Antwort schon gekannt habe, aber sie wieder vergessen habe. Und was mir sehr gut gefällt, ist der Titel dieses Buches, das Cover, das Foto. Soweit ich mich erinnere, hat das irgendwas mit dem Roten Kreuz zu tun. Kann man das nochmal beantworten, was mit diesen langen Haaren auf sich hat? Ja, das sind, wer es nicht kennt, es hat uns auch optisch sehr gut gefallen, aber es hat auch einen tieferen Hintergrund. Das war ein Werbeplakat des Roten Kreuzes für Frauenhaarsammlungen. Aus dem wurden so Triebriemen gemacht und so. Also die Frauen sollen quasi wirklich ihren Körper opfern, soweit sie es können. Gut, und da wurden halt wirklich Haare bündelweise dann für die Kriegsindustrie dann verwendet. Da war dann auch der Bubekopf dann plötzlich modern. Ja, vielleicht kann ich noch ein bisschen auch auf das antworten, was vom Podium kam, weil wir ja doch einen gegenwartsbezogenen Ansatz gewählt haben. Also es geht um Geschichte. Kurz vorstellen vielleicht. Ja, ich bin Jürgen Grimm und habe auch zu dem Buch beigetragen. Es geht um die Rolle der Frau bei der Rezeption von Kriegen. Also wir haben ja gehört, einige von den Frauen im Ersten Weltkrieg waren dafür, andere haben dagegen gekämpft und es gibt natürlich da ganz vielgestaltige Rollen. Und die Frage ist natürlich, wie sieht es heute aus? Also wenn wir auf diese Zivilisationsbrüche, die es ja gewesen sind, der Erste ebenso wie der Zweite Weltkrieg, ich würde auch den Irakkrieg zum Beispiel dazu zählen oder den Vietnamkrieg und Ähnliches, da stellt sich doch die Frage unter einer konflikttheoretischen Perspektive, wie kann man in der Geschichtsvermittlung jetzt nicht nur die eine oder andere Gruppe stärker sichtbar machen, sondern so darüber Narrative entwickeln und berichten, dass die Wahrscheinlichkeit solcher Zivilisationsbrüche sinkt. Und das ist genau der Ansatz, den wir da gewählt haben. Wir haben ein Modell entwickelt für die Geschichtsvermittlung. Da steckt ein normativer Kern drin. Es geht nämlich um die Frage, welche Form der Geschichtsvermittlung trägt zu einer humanen Gesellschaft bei? Und welche
Welchen Beitrag können dabei die Frauen leisten? Das wäre jetzt hier genau zu diskutieren. Und was wir da herausgefunden haben in den vier Ländern, ist nicht ganz so schwarz-weiß zu präsentieren, wie man das sich vielleicht von der einen oder anderen Seite wünschen mag. Aber es gibt doch Hoffnung, dass durch eine verstärkte Rolle der Frauen in der Geschichtswissenschaft selber, auch bei der Geschichtsvermittlung, ein Beitrag zum Frieden geleistet werden kann. Also zum Beispiel hat sich gezeigt, dass Frauen sehr viel stärker mit Kompromissorientierung auf die kriegerischen Ereignisse reagieren, die da bildlich dargestellt wurden. Wir haben also eine ORF-Dokumentation vorgeführt. Das ist ganz eindeutig mehr ausgeprägt bei Frauen als bei Männern. Sie haben auch eine stärkere, ich will mal sagen, kosmopolitische Betrachtung an den Tag gelegt. Also diese nationalistische Verengung, die wir ja gehört haben, die im Krieg ja immer stattfindet. Die Amerikaner nennen das Rally Around the Flag. Ja, also immer dann, wenn Krieg geführt wird, versammeln sich alle hinter der kampfführenden Truppe. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann dieser Kreislauf der Berichterstattung, die natürlich Konflikte befeuert, durchbrochen werden. Einen kleinen Wermutstropfen möchte ich jetzt hier auch nicht unerwähnt lassen. Das stellt ein Problem in der Geschichtsvermittlung dar und das hat sich insbesondere bei Frauen herausgestellt. Vielleicht gibt es auch zu Diskussionen Anlass. Wir haben schon im Zusammenhang mit Holocaust-Studien ermittelt, dass manche darauf mit einem Misanthropie-Affekt reagieren. Also ich sehe die ganzen Gräueltaten und mir wird so schlecht dabei, dass ich an das Gute im Menschen nicht mehr glauben will. Das kann man bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, lässt natürlich auch darauf schließen, wie kann man überhaupt mit solchen Kriegsbildern umgehen im Unterricht und Ähnlichem oder wie sollte man damit umgehen. Das Problem ist nur, dass es auch die moralischen Ressourcen unterminiert. Also es kann mit dazu führen, dass ich mich dann nicht mehr für Menschenrechte einsetze, weil ich ja sage, die Menschen sind eh Schweine, nicht nur die Männer, da wäre ja auch eine ähnliche Verallgemeinerung denkbar, sondern die Menschen überhaupt. Und da haben wir also ein Problem, das sich insbesondere in der Konfrontation von Frauen mit kriegerischen Ereignissen gezeigt hat. Also ich sehe das als eine Herausforderung für die Geschichtsvermittlung, für die, wenn Sie so wollen, War Education, die ich mir auch wünsche. Also natürlich im Sinne der Erziehung zur Friedfertigkeit, aber da ist das Wollen auch stärker ausgeprägt als das Können. Also die Frage ist, wie muss ich tatsächlich die Rekonstruktion des Krieges gestalten, damit daraus eine größere Fähigkeit zur Friedensbewahrung resultiert. Und da, denke ich, können aus diesen Resultaten in der Geschichtsvermittlung Schlüsse gezogen werden. Zwei habe ich jetzt mal angesprochen. Danke, Sie können gleich da weitergeben an den rechts. Ja? Dankeschön. Ja. Ja, ich wollte auf diese Thematik eingehen. Natürlich hat der Krieg sicher nicht zur Emanzipation der Frauen beigetragen. Ja? Aber ich möchte da noch ein bisschen was mehr differenzieren. Mir scheint es so zu sein, der Krieg hat schon allein, dass er ausbricht, oder er ist ja nicht gebrochen, sondern er wurde ja gemacht oder verbrochen, könnte man sagen, ja, kommen die Frauen, die ja ohnehin einen schweren Stand bei ihren Emanzipationsbemühungen vor dem Ersten Weltkrieg gehabt, eigentlich noch mehr in die Bredouille, und zwar in verschiedenster Weise, aber auch sozusagen ideologisch oder in ihrer Funktion in der Gesellschaft. Weil wenn auf einmal wieder diese männlich-militärischen Tugenden das Wichtigste sind, werden ja die alle Rollen der Frauen abgewertet. Und jetzt gibt es sozusagen verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Man kann sozusagen ganz gegen den Krieg sein, ja, das haben wenige gemacht und das sind die, die man am meisten bewundern muss. Aber natürlich haben auch manche, die sich innerhalb des gesamten ideologischen Spektrums quasi bewegt haben, eine Rolle für sich gesucht. Ja, sozusagen in der Gesellschaft wollten sie immer nützlich sein, auch um ihre Position zu verstärken. Und in einer solchen Situation mit einem unheimlichen patriotischen Druck auf alle, die ja auch die intelligentesten Männer keineswegs also ausgehalten haben, also wenn man denkt, was die ganzen Schriftsteller aufgeführt haben, ist es ja eine Katastrophe oder so. Ja, Hugo von Hofmannsthal, Musil und so weiter, braucht man gar nicht erzählen. Kann man ja gar nicht
sozusagen den Frauen besonders vorwerfen, dass sie in dieser unterdrückten Position nicht auch so reagiert haben und nach Rollen gesucht haben. Hat eigentlich schon die Suttner bei früheren Kriegen beschrieben, dass die Frauen dann als Sanitäterinnen oder als Vorbereiterinnen oder dieses Zupfen dieser Art Warte, die es halt damals gegeben hat für die Krankenbehandlung und so weiter, dass die nach solchen Rollen gesucht haben. Ich sehe auch die Schalleck eigentlich in dieser Ambivalenz. Also es ist ein bisschen keine Entschuldigung, aber es ist eine Erklärung, dass in so einer Situation das anders ist. Und wollte dabei abschließend noch auf einen Aspekt hinweisen, der scheinbar auch im Buch nicht so eine besondere Rolle spielt. Eine dieser Formen, die die Frauen gesucht haben und die auch eine quasi traditionelle Frauenbetätigungsform war zum Beispiel die Kinder- und Jugendliteratur. Und es gibt sehr viel von Frauen geschriebene Kinder- und Jugendliteratur, die sehr militaristisch ist, aber, oder sagen wir so, die versucht, dem Krieg einen Sinn abzugewinnen für die Kinder. Und das ist natürlich übel dann. Aber es hat gleichzeitig auch irgendeine Trostfunktion. Aber es ist immer noch besser, als wenn der Hugo von Hofmannsthal über den Prinz Eugen schreibt für die Kinder. Danke. Einfach auch, damit sich nicht nur Männer aus dem Publikum zu dem Thema melden. Frau noch, okay, wunderbar. Wunderbar. Ich wollte nur ein ganz kleines Fakt-Puzzlestein zur ganzen Diskussion hinzufügen. Sexuelle Gewalt gegen Frauen als Kriegsmittel ist Jahrtausende alt. Das ist überhaupt nichts Neues. Und spätestens, ich glaube vorher nicht, aber spätestens mit dem Internationalen Tribunal zu Jugoslawien wird es auch gerichtlich festgestellt, dass das sexuelle Gewalt, strategisch ausgeführte sexuelle Gewalt, das Kriegsmittel ein Verbrechen ist, was dann auch der Internationale Strafgerichtshof übernimmt als quasi Nachfolge, also Nachfolgeorganisation von dem Ad-Hoc-Gerichtshof und es auch in seiner Rechtsprechung unter Kriegsverbrechen subsumiert und auch dezidiert aufzählt. Also ich wollte damit nur sagen, dass mittlerweile strategisch eingesetzte sexuelle Gewalt auch durchaus ahndbar und verfolgbar ist und auch sehr klar zur Art in Responsibility to Protect zum Beispiel fällt und man wesentlich mehr tun könnte, glaube ich, völkerrechtlich, als real momentan getan wird, wenn sexuelle Gewalt als Kriegsmittel vorkommt. Und da ganz hinten noch einmal. Genau. Ich wollte nur eine Frage stellen, eigentlich, was mich interessieren würde, es war heute eine Sendung kurz dazu auf Ö1, ich habe leider nicht die gesamte gehört, was die Rolle der Frauen in der Außenpolitik betrifft. Und da speziell die Rolle der Frau wirklich seit der Ersten Republik bis heute in außenpolitischen Positionen, wo und wie sie involviert sind, ja, welche Positionen vertreten werden, also und wo es überhaupt also wirklich diplomatische Vertretungen gibt, die Frauen innehaben. Weil ich glaube wirklich an die hohen Ämter. Wir haben Frauen in der Außenpolitik, wir haben auch Botschafterinnen gehabt schon, ja, aber haben auch aktuell. Aber mich hat also speziell interessieren eine wissenschaftliche Aufarbeitung diesbezüglich und ob es da von Ihrer Seite vielleicht an dich, Heinz, ob du da vielleicht was dazu hättest. Danke. Ich sehe jetzt mal keine Hände mehr und ich glaube, es genügt jetzt einmal für. Ich meine, es war eigentlich nur eine Frage jetzt zur Außenpolitik. Das andere waren mehr Statements und noch Ergänzungen. Wer möchte reagieren darauf? Heinz. Ja, danke. Ich war ja bei dieser Veranstaltung im Radio Kulturhaus. Ich habe mir das ja angehört. Ich war ja dort. Und im Wesentlichen ist es nicht so um das generelle Thema Frauen in der Außenpolitik gegangen, sondern eben um die Resolution 1325. Und es ist darum gegangen, wie Frauen stärker beteiligt werden können bei Friedensoperationen, Friedensmissionen. Und das, ich meine, ich habe diese Dimension ausgespart in meinem Referat, weil das ohnehin dort also sehr gut behandelt wurde, dass eben da sehr viele Beispiele gebracht wurden, dass Frauen eine Beteiligung, verhältnismäßige Beteiligung, sowohl bei den Entscheidungen, ob Friedensmissionen, wann Friedensmissionen durchgeführt werden sollen, durchaus auch im Sinne dieser Kriterien des gerechten Krieges, also was Verhältnismäßigkeit betrifft, was aufrichtige Absicht betrifft, was den gerechten Grund betrifft, aber auch sozusagen bei der Umsetzung direkt am Feld, dass eine gemischte Mission zu besseren Resultaten geführt hat, als wenn es eine reine
männliche Mission war, wie das früher der Fall war, weil möglicherweise die gemischten Missionen oder auch Frauen mit den Menschen, die direkt involviert sind in den Konflikten, besser reden können. Besser sie auch zu Gesprächen und zu Verhandlungen bringen können. Das ist sozusagen, da gibt es eine Reihe von Studien, die das offenbar auch beweisen, aber das war sozusagen auch das Resultat dieser Diskussion, wo eben Frauen auch dabei waren, die direkten Friedensmissionen aktiv gewesen sind, unter anderem beim österreichischen Bundesheer. Sie wollten ergänzen? Ja, aber nicht zu Auslands, sozusagen, sondern zur Auslandsberichterstattung wollte ich ein bisschen was nur sagen, dass es natürlich so war, dass Journalistinnen als Auslandskorrespondentin dann auch sehr, sehr spät erst überhaupt reingekommen sind in diesen Teil des Journalismus. Und da entwickeln sich ja immer ein Stück weit Politik und Journalismus auch oder Medien auch parallel. Und da war eben Alice Schalleck tatsächlich ja die erste Kriegsreporterin für den deutschsprachigen Raum. Aber es gab natürlich in anderen Teilen der Welt schon andere. Und dann im spanischen Bürgerkrieg sind sehr viele bekannt geworden. Sehr viele Journalistinnen, unter anderem ja die Martha Gellhorn vor allen Dingen. Und es hat eben sehr lange gedauert, bis sie als Kriegsberichterstatterin oder auch als Auslandskorrespondentin eben tätig sein durften und auch mitkommen durften, sozusagen. Möchten Sie noch ergänzen? Nein? Dann gab es da hinten noch eine Frage. Marilla, da hinten. Ja. Und dann da vorne beim Ottmar. Ja, es ist eigentlich keine Frage, sondern ich wollte drei Punkte ergänzen. Mein Name ist Monika Bernold, ich bin auch eine Beiträgerin in dem Band und ich bin eine Zeithistorikerin vom Wiener Zeitgeschichte-Institut. Wollte, glaube ich, einen Vorzug des Buches noch einmal hereinbringen, der jetzt vielleicht notgedrungen in der Diskussion ein bisschen verschwunden ist, nämlich, dass, soweit ich zumindest gesehen habe, in den Beiträgen sehr, sehr viele davon sehr spezifisch auch auf intersektionale Aspekte Bezug nehmen. Also nicht in die Falle tappen, einfach von Frauen zu sprechen, sondern tatsächlich Frauen immer in spezifischen Kontexten mit anderen Hierarchie- und Machtverhältnissen zu verorten. Und ich denke, das ist auch in einer Diskussion wie hier ganz, ganz notwendig, dass wir das immer wieder versuchen. Ich glaube, Sie haben es ja, also die Herausgeberin hat das ja auch schon am Anfang ganz massiv gesetzt. Es ist aber immer wieder notwendig, darauf zurückzukommen. Also auch bei der Frage nach den Diplomatinnen, nach der Geschichte der Diplomatinnen. Es geht dann wirklich um den konkreten Kontext Österreich, um die Frage, welche Parteien und so weiter. Also mein Appell, immer wieder die Kontexte und die verschiedenen Ebenen von Machtrelationen im Blick zu halten. Der zweite kurze Punkt, den ich noch anführen wollte, vielen Dank an die Herausgeberinnen und vor allem an die Herausgeberin. Ich habe mich sehr gut betreut gefühlt, es waren doch viele Jahre seit dem Erscheinen des Buches und ich muss wirklich sagen, ein großes Danke und ein großes Lob, also speziell an die Frau Biron, die mit der ich zu tun hatte, wo ja wirklich sehr viel an Betreuung den Autorinnen gegenüber auch sozusagen gegeben worden ist. Dritter, letzter, kurzer Punkt. Ich glaube, dass so ein Buch wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube wirklich, also dass da, mir kommt vor, der Vorzug ist wirklich auch, dass es eine sehr breite Palette an Zugängen gibt, die vielleicht jetzt nicht alle am Podium, aber in etwa schon vertreten sind, eine breite Palette an methodischen, disziplinären, ja auch vielleicht inhaltlichen Zugängen. Und das Thema ist wichtig und deshalb auch danke an das gesamte Team, dass sie das sozusagen, dass sie das Projekt irgendwie durchgezogen haben. Und ich hoffe auch, es gibt Folgeprojekte. Vielen Dank. Besten Dank. Okay.
waren eigentlich schon abschließende Worte, würde ich fast sagen. Aber ich wollte noch was sagen, also zur friedensförderlichen Geschichtsvermittlung. Also ich glaube, dass das nicht einfach ist, meines Erachtens nach, also weil halt Geschichte noch immer traditionell im nationalen Kontext vermittelt wird. Es hat zwar die globale Geschichtsforschung und Geschichts, sozusagen also Lehre doch einen gewissen Boom, was mich noch immer wundert, dass nicht einmal im europäischen Kontext sozusagen wir versuchen, eine konsolidierte europäische Geschichtsschreibung zu verwirklichen. Also es ist leider, glaube ich, kein Historiker jetzt wirklich am Podium, aber ich habe das schon ein paar Historikern schon gestellt, diese Frage, so einschließlich dem Oliver Radkolb, also irgendwie... Da scheint sich nichts zu tun und das finde ich sehr schlecht. Es hat halt vieles mit Nationalismus zu tun, auch die Rolle von Frauen in der Außenpolitik. Ja, also eine Botschafterin, die vertritt eben die nationalen Interessen Österreichs aus. Punkt. Und wenn sie es nicht tut, das kann, natürlich hat sie einen gewissen Spielraum sozusagen, also, wo sie besser und schlechter umgehen kann damit, aber im Wesentlichen ist sie ans nationale Mandat gebunden. Nicht? Also, okay. Nochmal Penny ganz kurz. Vielleicht antwortend auf die Frage auf Frauen in der Außenpolitik und jetzt meinen politischen Hut aufsetzend, ich bin Mitglied des Nationalrats, sozialdemokratische Abgeordnete seit 17 Jahren, Mitglied des Außenpolitischen Ausschusses. Ich bin aber auch Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und dort die Vorsitzende des Ausschusses für Gleichbehandlung und Antidiskriminierung. Und eine Kollegin von mir, die Petra Stinen aus den Niederlanden, schreibt gerade an einem Bericht über feministische Außenpolitik. Ich schätze, dass der im September ungefähr fertig sein wird und zu lesen sein wird. Und sie folgt das mit einerseits den Schweden und Schwedinnen, die seit, ich würde sagen, 3-4 Jahren ganz dezidiert auch allen ihren Diplomatinnen vorgeben, feministische Außenpolitik zu betreiben, dass sich dann zum Beispiel darin widerspiegelt, dass die halt Resolutionen wie die 1325 oder andere wirklich aktiv verfolgen, wirklich sich aktiv auch in den Ländern, wo sie sind, wo es passt, einbringen und alle diese Elemente, wo Frauen spezifisch in Diplomatie oder in internationaler Politik vorkommen, das wirklich sehr forcieren. Ich habe vor einem Monat mit dem schwedischen Botschafter in Aserbaidschan gesagt, und wie machen Sie das da in Aserbaidschan mit der feministischen Außenpolitik? Und der macht das dann zum Beispiel so, dass er sagt, in seiner Kulturpolitik stellt er vor allem weibliche Künstlerinnen, schwedische Künstlerinnen her. Das ist jetzt, bin mir nicht so ganz sicher, ob das der urfeministische Anspruch von Außenpolitik ist. Und es wird von vielen ganz anders verstanden. Also ich habe auch in einer Diskussion mit einer französischen Diplomatin über ihr Verständnis von feministischer Außenpolitik, die hat gemeint, ganz klar, es müssen auch Frauen Zugang zum Freihandel haben. Sehe ja nicht so, ja. Also da gibt's ein sehr breites Spektrum, wie das zu sehen ist. Ich bin mir sicher, der Report von der Petra Stinen wird sehr wirklich wahrlich feministisch fokussiert sein und macht auch ein bisschen eine Bestandsaufnahme in den 47 Ländern des Europarats, wie denn da feministische Aspekte in der Außenpolitik gewertet werden, gelebt werden, umgesetzt werden. Also ich kann dann den Report im September, ist leicht zu googeln, im Europarat einfach nur empfehlen. Und ich glaube, das wird ein ganz entspannender werden. Ja, wir haben jetzt noch zwei Reaktionen. Einmal von der Frau Kraus, möchten Sie beginnen? Und dann von Heinz. Ja, nur ganz kurz. Also wenn man über Geschichtsunterricht spricht, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, welche Themen man anspricht. Weil sowohl die Friedensbewegungen als dann auch die Frauenbewegungen waren ja transnationale Bewegungen. Die sind dann durch den Nationalismus des Ersten und des Zweiten Weltkriegs jeweils sozusagen zerschmettert worden. Aber es waren transnationale Bewegungen. Und wenn man sozusagen diese Thematiken viel stärker hervorbringt, was ja Jugendliche gerade jetzt auch mit Fridays for Futures und so extrem interessiert, glaube ich, dann könnte man vielleicht doch geschichtsdidaktisch was erreichen. Ja, ganz kurz, da Heinz wollte noch was sagen, ja? Na, Ottmar, ja, im Prinzip hast du schon recht, aber jetzt muss ich ein bisschen die Europäische Union verteidigen. Es gibt natürlich schon Fälle, wo man sagen kann, da spielen Frauen eine wichtige Rolle in den Entscheidungsmechanismen. Und es gibt Beispiele, es gibt viele Beispiele, wo das nicht der Fall ist. Ich gebe dir schon recht. Klingt ein Uschi zum Beispiel? Das Beispiel, das ich jetzt erwähnen möchte, ist das Iran-Abkommen, das JCPOA. Natürlich wurde das von
Ich meine, es ist ein Musterbeispiel des effektiven Multilateralismus, wie sich die Europäische Union das vorstellt. Natürlich sind die drei wichtigsten, die EU-3 Staaten da beteiligt gewesen. Aber das war halt, und natürlich auch die USA, Russland, China, aber es war unter der Schirmherrschaft der Mogherini. Nicht? Und die Mogherini hat sich sehr eingesetzt und die Helga Schmidt hat den operationellen Teil gemacht und den konzeptionellen Teil des Ganzen hat die Nathalie Tocci gemacht. Die jetzt, also das war schon sozusagen nicht, also man kann schon sagen, dass es Beispiele gibt, die wirklich funktionieren, nur es hat halt der Mann Trump das jetzt kaputt gemacht oder ist dabei, das kaputt zu machen. Bin mir nicht sicher, was die Hillary Clinton gemacht hat. Sie wollten noch ganz kurz was dazu ergänzen. Haben wir ein Mikrofon, Marilla? Mit der europäischen Geschichtsschreibung. Also ich bin da auch eher skeptisch, dass wir in den nächsten 200 Jahren das nationale Element in der Geschichtsschreibung überwinden können. Deswegen schlage ich für die Zwischenzeit vor, vielleicht dauert es auch noch 500 Jahre, dass wir so etwas wie Transnational Perspective Sharing, also transnationale Perspektiventeilung machen. Und da können uns die Medien helfen, ein bisschen jedenfalls. Die BBC ist sehr präsent, auch im österreichischen Kabelfernsehen zum Beispiel, mit vielen Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg. Es gibt einfach heute über die mediale Kommunikation die Möglichkeit, die Perspektive von Franzosen, von Österreichern, von Russen von mir aus, soweit man das aus ideologischen Gründen nicht irgendwie verhindern möchte, kennenzulernen. Und wir haben ermittelt, dass mit unserem Modell zur Humanitätsvermittlung durch Geschichte die multiperspektivische Vermittlung die sicherste Methode darstellt. Also ich will Ihnen dafür noch ein Beispiel geben. Wir haben ja Vietnam einbezogen, unter anderem auch den amerikanischen Krieg in Vietnam, wie ich jetzt in korrekter Sprache gelernt habe, soll man das nennen. Das war ja kein Vietnamkrieg, sondern ein Angriffskrieg der Amerikaner, der übernommen wurde von den Franzosen. Und wir haben dort dann den Studenten Kriegsberichterstattung aus der eigenen Factory vorgeführt und dann französische und amerikanische. Erst wollten die Vietnamesen nicht mitziehen, also die Nomenklatura vor allen Dingen, weil die natürlich gewöhnt waren, ihre Perspektive festzuhalten. Aber wir haben dann ermittelt und das hat dann sogar einen, ich weiß nicht genau, wie der Rang war in der Armee, auf jeden Fall einen Offizier, der dafür auch verantwortlich schien, so war jedenfalls mein Eindruck, überzeugt, dass die multiperspektivische Behandlung sehr viel mehr Interesse weckte bei den Studenten und sehr viel mehr Humanitätsvermittlung geleistet hat. Und wenn man das weiß, dann weiß man schon, wie man den Geschichtsunterricht auch unter nationalen Vorzeichen aufzuziehen hat. Man muss einfach andere Perspektiven einbeziehen und muss dann über die unterschiedlichen Aneignungsformen, die immer national sind in der Regel, muss man diskutieren. Und das ist ein humanisierender Effekt, der sozusagen empirisch geprüft wurde. Vielleicht hier noch ergänzen, auch unten als Ergänzung, es gibt diverse Versuche, unter anderem gibt es dieses Joint History Project auch am Westbalkan plus Griechenland, wo eben Wissenschaftler gemeinsam eben versucht haben, solche Lehrbücher zu kreieren, die eben die unterschiedlichen Geschichtsschreibungen, denen Rechnung getragen wird, eben aus diesen ehemaligen Konfliktgebieten. Das Schwierige ist natürlich dann, diese dann irgendwie auch in die Curricula zu bringen oder zumindest in die Ausbildung für die Lehrer. Also Projekte in dieser Art und Weise gibt es natürlich schon einige und da sollte man schon, und da bin ich voll bei dir, ich glaube, dass das sehr, sehr gute, wichtige Projekte sind. Es gibt ähnliche natürlich für Israel und Palästina, aber auch hier natürlich dann wieder die Nationalstaaten, die Regierungsparteien, die sich aufgrund des nationalistischen Vorgehensweisen da sehr, 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 sehr wehren. Aber es gibt diese Projekte und die sollte man versuchen, wirklich mehr zu pushen. Der Christina Koluri, genau. Ich war letzte Woche bei der Abschlussveranstaltung in Athen diesbezüglich, daher. Möchten Sie noch ein letztes Wort sagen? Nein? Dann sage ich, wir können die Veranstaltung mal damit abschließen. Wir laden Sie noch gerne ein, ein Glas Wein zu trinken und ein bisschen miteinander zu plaudern. Ich hoffe, Sie haben mitgenommen, dass eben es wichtig ist, über Frauen, unterschiedliche Frauenrollen zu sprechen. Es gibt nicht, wie mehrfach betont wurde, die Rolle der Frau im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg. Sie haben unterschiedliche Rollen eingenommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch vielleicht wirklich auch mehr Frauen in der Backdoor-Diplomacy auch brauchen könnte.
Was natürlich nicht heißt, dass es nicht Frauen gibt, die bereits außenpolitische Erfolge erzielt haben. Frauen sind ein wichtiges Thema, wir sind 50% der Gesellschaft. Und ich möchte aber auch noch erwähnen, dass ich mich freue, dass so viele Männer auch heute anwesend sind. Das ist nämlich sehr, sehr oft bei Veranstaltungen, die sich mit dem Thema Frauenrecht auseinandersetzen, nicht der Fall. Also ein herzliches Dankeschön nicht nur an die Panelists, auch an alle Männer und an alle Frauen, die heute da sind. Genießen Sie den Abend und kommen Sie später gut nach Hause. Vielen Dank. Thank you.